Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben Martin Weigel, COO von Centric, heute zu Gast mit einer eigens entwickelten Software, die Fälschungen und Produktpiraterie im Onlinehandel sucht, findet und bekämpft. Lockt Centric einen großen Risikokapitalgeber. VC Seventure Partners führte die Series A-Runde an, in der Centric 5 Millionen Euro erhalten hat. Mehr darüber gibt es jetzt natürlich bei uns im Interview, gleich nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung. Langfristige Kundenbeziehungen und bessere Umsätze, dabei unterstützt dich Sendinblue als Multichannel-Marketing-Plattform. Denn hier verwaltest du deine gesamte digitale Kommunikation an einem Ort. Von E-Mail- und SMS-Marketing über Chat, Automation und CRM. Du erreichst deine Zielgruppe immer genau dort, wo sie sich gerade aufhält. Als europäischer Marktführer mit deutschem Serverstandort setzt Sendinblue außerdem auf allerhöchste Datenschutzstandards und ist absolut DSGVO-konform. Mit dem Gutscheincode StartupInsider 22 kannst du einen Monat lang das Premium-Paket kostenlos nutzen. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Sehr schön, ich bin verbunden mit Martin Weigel, COO von Centric. Hallo Martin. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung, freue mich hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen und wir sprechen über Branding Protection Made in Germany. Erzähl doch mal. Ja, Centric Brand Protection Company, wir sind ein Startup aus Berlin, vor ja, gut 2,5 Jahren mittlerweile am Markt. Was uns antreibt bei Centric, warum wir Brand Protection machen wollen und warum wir da neue Wege gehen wollen, ist eigentlich ganz simpel. Wir sind der Meinung, dass wenn Unternehmen großartige neue kreative und innovative Produkte entwickeln oder tolle Marken aufbauen, dann sollten die auch in der Lage sein, die Früchte ihrer Arbeit selbst einzufahren und nicht von irgendwem anders weggenommen zu bekommen. Das ist ein großes Problem mittlerweile, insbesondere jetzt auch in der Post-Covid-Zeit, falls man das mittlerweile schon sagen darf, wo ja die ganze Digitalisierung nochmal einen großen, großen Schwung genommen hat und auch viele Unternehmen, die vor Covid vielleicht nicht so sehr online vertreten waren, mittlerweile über die Online-Marktplätze Produkte vertreiben oder da präsent sind, hat das nochmal sehr, sehr stark zugenommen. Was heißt das genau, wenn jetzt Companies damit strugglen, mit Produktpiraterie Probleme bekommen? Das ist tatsächlich ein Problem, das deutlich größer ist, wie auch ich vor meiner Centric-Zeit wusste. Ich meine, jeder kennt diese klassischen Fake-Produkte, hier ein gefälschtes Fußballtrikot, das ich am Strand kaufen kann, oder das klassische Beispiel, die Rolex, die nicht immer ganz echt ist. Aber das betrifft tatsächlich deutlich, deutlich mehr wie nur diese klassischen ja, B2C-Merchandise-Luxusgüter. Sondern es geht viel tiefer. Der VDMA hat da zum Beispiel der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagebauer hat da zum Beispiel eine Studie dieses Jahr herausgebracht, wo sie mal aufgeforscht haben, wie tief denn das Problem eigentlich in der Industrie, also im B2B-Bereich in Deutschland, schon sitzt. Da kam zum Beispiel raus, dass ganze 72% aller ihrer Mitglieder von Produktpiraterie betroffen sind. Also 3 von 4 Unternehmen sind da tatsächlich betroffen und auch nicht nur so ein bisschen, sondern die verlieren tatsächlich jedes Jahr im Schnitt 4,9% ihres Revenues. Das heißt jetzt mal an dem Beispiel Rolex. Rolex würde 4,9% mehr Umsatz machen, wenn es keine Fälschung gäbe. Ja, Rolex ist jetzt natürlich kein Maschinen- und Anlagebauer, aber genau, also ja, sie verlieren im Prinzip diesen Umsatzanteil und ich meine, wir wissen alle, wie dünn die Margen heutzutage sind und 4,9, also 5% können halt dann durchaus auch den Unterschied machen, ob eine Produktlinie profitabel ist, ob vielleicht ein ganzer Standort profitabel ist, vielleicht auch, ob ein ganzes Unternehmen weiter bestehen kann und das ist dramatisch. Also es gibt dieses Intellectual Property Office der European Union, also im Prinzip das Europäische Patentamt, wenn man so will. Die haben auch Studien zu dem Thema rausgebracht und die haben zum Beispiel herausgefunden, dass in Europa jedes einzelne Jahr 670.000 Arbeitsplätze verloren gehen durch Produktpiraterie. 670.000, das ist an Einwohnern gemessen zum Beispiel die Stadt Frankfurt, die jedes Jahr in Europa verloren gehen durch Produktpiraterie. Wobei wahrscheinlich nicht berücksichtigt wird, wie viele Arbeitsplätze entstehen durch Produktpiraterie. Ne? Ja, das wird ja natürlich nicht berücksichtigt, aber das ist auch ein ganz interessanter Punkt, weil Produktpiraterie ist jetzt natürlich ein Klischee, aber das Klischee stimmt halt auch einfach, hat oftmals oder zum großen Teil einen Ursprung im asiatischen Raum.
und auch ja, dem Konzept geschuldet. Produktpiraterie ist ja jetzt nicht legal, wird da natürlich auch sehr, sehr wenig dann auf die Arbeitsbedingungen geachtet. Sprich, die Arbeitsplätze, die da entstehen, stelle ich mal ein Fragezeichen hinter, ob das wirklich Arbeitsplätze sind, die auch super gut sind für die Leute, die da arbeiten müssen, mal ganz zu schweigen von dem Umweltaspekt, der da ja oftmals mit reinfließt. Allein schon, wenn wir uns die Lieferwege aus dem asiatischen Raum anschauen, da, ja, gibt auch interessante Ansätze, die zeigen, dass Produktpiraterie übrigens auch sehr, sehr stark mit dem ganzen Thema Terrorismusfinanzierung verknüpft ist. Ist es so, ja? Ist so. Ah, ja. Laut den entsprechenden Studien. Ist was, wo man im ersten Schritt nicht dran denkt, aber auch etwas, das wahrscheinlich die wenigsten Leute gerne unterstützen möchten. Wie ist denn das? Wir sind jetzt ein bisschen hin und her gesprungen zwischen B2B und B2C. Wenn man die beiden generellen Gruppen mal gegenüberstellt, du hast ja von dem Maschinen- und Anlagebau gesprochen, da hätte ich es gar nicht erwartet, dass es so eine Dimension hat. Wie kommt das und ist das der größere Markt dann, weil B2B generell größer ist? Oder vielleicht kannst du es da nochmal kurz durchführen, wie sich das so verteilt? Ja, sehr gerne. Grundsätzlich ist keine Branche oder Industrie davor geschützt, gefälscht zu werden oder ins Visier der Produktpiraten zu gelangen. Grundsätzlich wird alles gefälscht, was irgendwie profitabel zu fälschen ist. Egal ob B2C, egal ob Handtasche oder ganze Fertigungsstraßen. Es gibt natürlich Segmente, die ist beispielsweise die Fashion-Turnschuhindustrie, führt da eigentlich immer die Listen an der meist gefälschten Produkte an. Aber es ist natürlich auch sehr interessant zu sehen, und das war mir vor meiner Centric-Zeit auch überhaupt nicht bewusst, wenn ich auf die entsprechenden, zum Beispiel chinesischen Portale gehe, kann ich dort eine komplette Fertigungsanlage für 60.000, 100.000 Euro kaufen. Also eine komplette Fertigungsstraße mit Fließbändern, allen drum und dran. Und der Schaden, der dann entsteht, ist ja wahrscheinlich auch durchaus, weil das Markenversprechen, möglicherweise die Qualität oder so, dann nicht eingehalten werden, ne? Natürlich, das ist vor allem im B2B-Bereich auch ein Riesenproblem, weil B2B-Bereich, ich meine, der ganze Aftermarket, wartungsintensive Teile, Austauschteile sind davon natürlich sehr, sehr stark betroffen und oftmals kaufen die Leute ja gar nicht bewusst die gefälschten Ersatzteile, sondern denen ist gar nicht bewusst, dass sie das kaufen, in den meisten Fällen. Aber wenn dann so ein gefälschtes Ersatzteil in eine Originalmaschine eingebaut wird, VDMA-Studie zeigt zum Beispiel auch, dass 57% der Mitglieder sehen hohes Sicherheitsrisiko, wenn gefälschte Ersatzteile eingebaut werden. Das hat dann natürlich Marken, also Brand Reputation leidet darunter. Das hat massive Probleme im Bereich der Wartung und Replacement, denn die Unternehmen müssen dann natürlich auch nachweisen können, dass es sich um gefälschtes Ersatzteil handelt und nicht um Originalteil. Also es zieht einen ganzen Rattenschwanz an Problemen nach sich. Und nur um es gefragt zu haben, weil du gerade gesagt hast, es gibt keine Industrie, die davor gefeit ist. Ich hätte jetzt vermutet, dass irgendwie so Banken, Versicherungen, vielleicht auch Hotels oder sowas, dass das irgendwie schwer zu fälschen ist, oder? Ja, da sind wir tatsächlich nicht die Experten. Wir bei Centric fokussieren uns primär auf tatsächliche physische Produkte, also Sachen, die ich auch in die Hand nehmen kann, aber auch im digitalen Bereich. Content-Piraterie ist mittlerweile ein sehr, sehr weit verbreitetes Thema, ob das jetzt der illegale Livestream ist oder ob das tatsächlich einfach Videos oder Bildmaterial ist, also ein klassisches Copyright-Infringement, das da gefälscht wird. Bei Banken, ich meine, da gibt es mit Sicherheit auch Probleme von Impersonation schon, ne? Und so weiter und so fort. Da sind wir aber leider nicht die Experten. Noch nee, nicht. Macht ja auch nichts. Aber lass uns mal einsteigen in euer Produkt. Wie geht ihr denn jetzt vor? Also wer sind denn jetzt eure Zielgruppen und wie findet ihr die und mit welchem Leistungsversprechen? Also Zielgruppe unsere aktuelle Kundenstruktur, da sind wir schon wieder beim B2C, B2B-Thema, ist tatsächlich sehr, sehr ausgewogen. Aktuell, ich glaube 52% Stand heute sind B2B-Unternehmen. Wir sind ja vor knapp 2 Jahren in Deutschland gestartet, dann natürlich auch mit starkem Fokus auf dem deutschsprachigen Raum. Daher ist das wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen verzerrt, weil Deutschland ist ja historisch gesehen sehr, sehr stark vertreten im ganzen Industriebereich. Aber wir sprechen im Prinzip jedes Unternehmen an. Unser Produkt ist für jedes Unternehmen geeignet, das im digitalen Umfeld ein Problem mit Produktpiraterie bei physischen Gütern hat. Digitales Umfeld bedeutet in dem Sinn alles an Marktplätzen, also die prominenten Marktplätze wie Amazon, eBay, Alibaba, aber auch viele Marktplätze, die man jetzt so als normaler Durchschnittsbürger wahrscheinlich nie im Leben kennt oder noch nie davon gehört hat. Beispielsweise Riesenmarktplätze wie Bukalapak oder Tokopedia in Indonesien, wo sehr, sehr, sehr viel gefälschte Ware im Umlauf ist.
Und fällt es euch leicht, dieses Produkt zu platzieren? Also jetzt, du warst ja vorher bei Lego, habe ich gesehen, ne? Genau. Ja, das heißt, wenn du jetzt mit Lego sprechen würdest, also und wahrscheinlich ist ja Lego so ein typischer Fall von Produktpiraterie-Anfälligkeit. Fällt es euch schwer, sowas dann dort zu platzieren? Ja, ist ganz witzig. Bei Lego hatte ich tatsächlich auch schon mal Berührungspunkte mit Produktpiraterie. Da gibt es ja diesen sehr, sehr prominenten Fall von Lepin in China, die da die neuen Modelle teilweise auf den Markt bringen, bevor Lego die überhaupt auf den Markt gebracht hat. Ja, okay, wusste ich nicht. Ja, ist echt faszinierend, wie schnell und effizient die das alles nachgebaut kriegen. Also auch große Leistung, wenn man das so sehen will. Aha. Aber natürlich illegal. Produkt platzieren in dem Fall sehr, sehr einfach. Oder was heißt einfach? Ist natürlich nie einfach. Aber wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, dass wir im Prinzip, letztendlich wollen wir den Unternehmen auch helfen und nicht irgendwie eine Software an Unternehmen verkaufen, die das eigentlich gar nicht brauchen. Daher geben wir uns sehr, sehr viel Mühe, dass wir im Vorfeld schon feststellen, hatten Unternehmen wirklich einen Bedarf für unsere Software, für unseren Service, hatten Unternehmen Probleme mit Produktpiraterie, und diese Unternehmen gehen wir dann auch gezielt an. Und jetzt lassen Sie mal kurz über das Versprechen und wie ihr es einhalten könnt, nochmal diskutieren, weil du hast ja vorhin gesagt, so, das war jetzt im Maschinenbereich, aber 5% Revenue einbußen, wenn du jetzt auf so ein Lego zukommst, keine Ahnung, was haben die dann, Milliardenumsatz, dann würdest du ja wahrscheinlich in dem Moment sagen, wir können euch 50 Millionen Euro zurückholen. Ist das dann das Leistungsversprechen und messen die euch daran, oder wie läuft sowas? Naja, so einfach ist es natürlich nicht, weil man natürlich nicht sagen kann, hey, der hat jetzt ein Fake gekauft, der hätte aber auch das Original gekauft. Mhm. Es gibt verschiedene Studien, die auch mittlerweile zeigen, dass viele Leute intentionally Fakes kaufen, also bewusst zu dem billigen Abklatsch greifen, anstatt das Original zu kaufen. Unser Versprechen ist, dass wir die Marktplätze oder Social Media oder wo auch immer die Produktpiraterie stattfindet, clean kriegen, damit wir, dass wir die gefakten Produkte, den Markenmissbrauch, Copyright-Verletzungen erkennen, unserem Kunden liefern und der dann entscheiden kann, hey, ist das was, das mich stört, das ich weghaben möchte? Und dann kümmern wir uns darum, dass das auch sehr, sehr schnell weggeht. Weil der Unterschied. Aha, also ihr identifiziert und würde dann aber auch das Handling danach, also die weiteren Schritte dann, jetzt sagen wir, nehmen wir mal eBay. Auf eBay gibt es gefälschtes Lego, dann würdet ihr quasi anschließend dafür sorgen, dass auch die Anbieter von gefälschtem Lego dort nicht mehr verkaufen können. Korrekt, im Prinzip. Also unser Produkt funktioniert im Prinzip in zwei Phasen. Also zum einen, zuerst ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir den Unternehmen Transparenz bieten. Ich meine, wir alle kennen das Internet, da gibt es viele verschiedene tausende Seiten mit Millionen von Listings. Da einen Überblick zu behalten, wo findet meine Marke statt, wo werden meine Produkte verkauft, ist ohne technische Hilfe eigentlich unmöglich. Mhm. Was wir machen ist, mit einem AI-basierten Algorithmus, Deep Learning und so weiter und so fort, identifizieren wir, wie sieht denn ein Produkt des Kunden aus, wie sieht denn ein gefälschtes Produkt des Kunden aus, und schaffen somit im ersten Schritt unseren Kunden auf unserer Plattform die Transparenz, wo findet meine Marke statt, wo werden meine Produkte verkauft, und dann hat der Kunde mit im Prinzip einem Klick oder dann auch über Automatisierung die Möglichkeit, das Produkt, wir sagen immer, in den Takedown zu schicken, wodurch dann ein Prozess angestoßen wird, der das Listing auf dem Marktplatz entfernt. An der Stelle vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, wir machen da keine Rechtsberatung in irgendeiner Art und Weise, wir machen da auch keine Abmahnungen oder Schadensersatzklagen oder so weiter. Wir kümmern uns wirklich nur darum, dass kein weiterer Schaden entstehen kann, indem wir dafür sorgen, dass das Listing, also das Product Offering beispielsweise auf eBay, so schnell wie möglich offline geht und dadurch auch keins mehr verkauft werden kann. Aber diese Abmahnung, das ist ja quasi nochmal eine Industrie für sich. Damit könnte sich ja ein Lego quasi euch schon gegenfinanzieren, ne? Das ist korrekt. Und deswegen sehen wir uns da auch überhaupt nicht in Konkurrenz zu den traditionellen Anwälten, weil was unser Produkt natürlich auch im gleichen Schritt mitmacht, es dokumentiert alles mit. Sprich, wenn ich jetzt diesen einen Lego-Case auf eBay runtergenommen habe, der ist nicht mehr erreichbar, da kann keiner mehr einkaufen, es kann kein weiterer Schaden mehr entstehen, ist ja wahrscheinlich trotzdem schon Schaden entstanden. Und in unserer Software haben die Kunden dann die Möglichkeit, den sogenannten Evidence Report runterzuladen, wo alles klar mitdokumentiert ist, mit Screenshots, mit Zeitstempeln. Und da können sie dann natürlich im Nachgang über die Dashboards identifizieren, was sind denn die Seller, wer ist denn das, der uns richtig wehtut? Wer hat da vielleicht schon hunderte oder tausende Listings von unseren Produkten online gehabt, unsere Marke missbraucht? Und mit denen können sie dann mit den Evidence Reports im Nachgang natürlich
an den Anwalt rantreten und dann eine Schadensersatzklage losschicken. Ja, ist total interessant, aber eure Kunden sind ja wahrscheinlich trotzdem die Legos dieser Welt, ne? Weil ihr könntet ja jetzt auch hingehen und sagen, ihr macht so ein B2B2C-Modell und geht über die Anwälte an die Marken ran, oder? Ja, könnte man natürlich machen. Ist in Deutschland tatsächlich sehr, sehr kompliziert, weil da natürlich viel Rechtliches dahinter hängt. Weil wir Anwälte auch nicht werben dürfen, glaube ich, ne? Oder zumindest eingeschränkt sind. Ja, da bin ich nicht der Experte für. Also grundsätzlich unsere Kunden, das ist natürlich auch ein netter Nebeneffekt, wenn man bei so einem Unternehmen arbeitet. Man darf auch viel mit großen und tollen Marken zusammenarbeiten. Mhm. Vor kurzem hatten wir zum Beispiel eine Case Study mit Eintracht Frankfurt, dem Bundesligisten, rausgebracht, weil Fußballtrikots sind ja natürlich so der erste Fake, an den wahrscheinlich die meisten Leute denken. Also wir haben natürlich viele große Kunden und große Marken, aber auch sehr, sehr viele kleine trendy Products, Startups, die jetzt ein cooles Produkt rausgebracht haben. Da sind die Produktpiraten wirklich erstaunlich schnell im Kopieren und im Nachmachen. Und insbesondere für so ein Startup kann das natürlich direkt der Todesstoß sein. Hm. Wobei ich jetzt so einen Fußballverein, da würde ich jetzt fast sagen, dass Brand Protection, da hätte ich noch einen anderen Blick drauf, ne? Weil das ist ja dann eher nicht Schutz der Marke, sondern eigentlich, man schafft es ja dadurch, dass man plötzlich ein Trikot für 20 Euro statt für 100 Euro verkauft, möglicherweise auch den Fans, die es sich nicht leisten konnten, eigentlich den Zugang zur Marke sogar zu schaffen. Da würde ich eigentlich sagen, ist es eher die Gier von Eintracht Frankfurt in dem Fall, ne? Die dann. Ja, so würde ich das nicht sehen. Nee. Weil ich meine, Eintracht Frankfurt hat ja natürlich, oder generell jedes Unternehmen hat ja natürlich auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Konsumenten, zumindest meiner Meinung nach, dass sie da zum Beispiel vor schlechter Qualität schützen. Ich meine, wer weiß, ob das Eintracht Frankfurt-Trikot, das gefälscht war, dann vielleicht dazu führt, dass der Kunde, der das gekauft hat, einen richtig bösen Hautausschlag bekommt oder eine Allergie entwickelt. Weiß man ja natürlich nie. Und vielleicht ist es auch gar nicht für 20 Euro, vielleicht hat es ja trotzdem 100 Euro gekostet, ne? Genau, und das ist tatsächlich super interessant, weil die meisten Fakes gelangen ja über Umwege dann doch nach Europa und werden nicht direkt irgendwo in, ich sage jetzt mal blöd, China bestellt, sondern da, auch wenn man die Listings so durchgeht, das sind ja Stückzahlen, hier Mengenrabatt ab 20.000 Stück. Und dann werden da 20.000 Stück irgendwohin verschifft, dann von da aus werden wieder 5.000 weiterverkauft. Und im Endeffekt, der Reseller, der das dann verkauft in, ich sage mal, Deutschland, der weiß im schlechtesten Fall gar nicht, dass es sich um ein Fake handelt, weil sich entlang der ganzen Lieferkette auch der Preis schon so nah an das Original angeglichen hat, dass das gar nicht mehr unterscheidbar ist. Hochinteressant. Und sag mal, wenn man jetzt zuhört, müsste man ja eigentlich denken, so Unternehmen wie ihr sorgen dafür, dass der Markt rückläufig ist. Ist aber wahrscheinlich gar nicht so, ne? Ja, das war tatsächlich auch eines meiner ersten Bedenken, als ich bei Centric begonnen habe, dass wir uns eigentlich unser eigenes Geschäft kaputt machen. Ja. Aber das ist eigentlich nicht so. Also die sprießen wie die Pilze im Wald direkt wieder raus. Und wenn man da heute eins runternimmt, der macht einfach morgen einen neuen Online-Shop auf und das ist wieder online. Daher braucht man natürlich auch diese technischen Hilfsmittel, um da praktisch dieses Maulwurfspiel mit den Produktpiraten spielen zu können und da nicht immer einen Schritt hinten nach zu sein. Und wenn ihr jetzt diese Plattformen scannt, ist das so ein Machine Learning KI-Thema über Bilderkennung oder wie hat man sich das vorzustellen? Ja, im Prinzip. Also da spielen verschiedenste KI-Konzepte mit rein. Wir haben auch eine sehr, sehr große Produktentwicklungsabteilung und Hendrik, unser CPO, leitet das auch hervorragend. Und wir nutzen da verschiedenste Learning-Mechanismen, also im Grunde ein Deep Learning, Machine Learning-Ansatz im Hintergrund, der die ganzen Daten ja aufbereitet und für die Zukunft verbessert. Und zum Finden im ersten Schritt Themen wie Natural Language Processing, also das wäre jetzt praktisch die klassische Keyword-Suche, aber auch Themen wie Object Recognition, Computer Vision, solche Themen, dass auch wenn kein Keyword im Listing zu erkennen ist, dass anhand der Bildern gemerkt wird, wenn es sich um illegales Listing handelt. Oder auch, also das ist wirklich beeindruckend, ich kenne mich da leider viel zu wenig aus, aber das ist wirklich beeindruckend, wozu die AI da mittlerweile imstande ist und was die alles erkennen kann, selbst wenn, und die Produktpiraten sind ja auch nicht dumm, die ändern dann Farben, die übermalen dann Logo, die finden da immer Mittel und Wege, das Listing wieder neu hochzuladen, ein bisschen abgeändert, aber die KI, die erkennt das wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und der Machine Learning Score sorgt dann natürlich dafür, dass das auch in Zukunft immer besser wird. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Heißt aber auch, wenn ich dir das richtig zuhöre, dass ihr wahrscheinlich, wenn ihr neue Kunden gewinnt, erstmal einen relativ langen Setup-Prozess habt, ne? So ein Onboarding, wo ihr wahrscheinlich dann auch erstmal irgendwie, keine Ahnung, 1000 Produktbilder irgendwie verarbeiten müsst vom Original.
Ja, also könnte man meinen, ist tatsächlich nicht so, weil das darf man sich nicht so vorstellen, als ob jedes Unternehmen einen eigenen Algorithmus hat. Im Grunde haben die Listings immer ähnliche Patterns, die der Machine Learning oder das Machine Learning erkennt und realisiert, okay, so sieht dann im Prinzip ein gefaktes Produkt aus. Klar, wenn jetzt dann ein neuer Kunde bei uns anfängt, gibt es ein Onboarding, aber das dauert in der Regel nicht länger als wenige Tage. Und dann innerhalb des ersten Monats wird dann ja ausgetestet und ausprobiert, was ist es denn, was der Kunde wirklich sehen möchte. Weil viele Kunden sind auch sehr selektiv, in was sie denn wirklich enforcen möchten. Die sagen, ja, okay, mich stört es wirklich, wenn gefälschte Produkte von mir verkauft werden, aber mich interessiert es weniger, wenn meine Marke irgendwo genutzt wird, wo sie nicht genutzt werden sollten. Andere wollen wiederum alles sehen. Sprich, das ist auch ein sehr individuell zugeschneidertes Setup, das wir dann jeweils machen, aber es ist tatsächlich deutlich weniger Aufwand, wie man zuerst meinen mag. Lass uns noch mal ein paar Sätze zur Finanzierungsrunde verlieren. Ihr habt gerade 5 Millionen Euro eingesammelt in der Series A, also Glückwunsch dazu nochmal. Vielen Dank. Klingt super. Führ uns noch mal kurz durch, was ihr mit dem Geld macht und warum jetzt auch diese, also ne, ist ja unter anderem französischer VC eingestiegen, wie kam es denn dazu? Ja, also wir sind super froh, dass wir Saventure mit an Bord haben, weil Frankreich ist tatsächlich auch der größte Markt für Produktpiraterie in Deutschland, in Europa. Ist es der meist betroffenste Markt. Von daher ist es für uns ein nur logischer Schritt, dass wir uns ein Visier aus der Region suchen. Und ja, was haben wir vor? Wir haben natürlich vor, unser Produkt auch weiterhin zu verbessern. Die Produktpiraten werden jeden Tag besser. Da müssen wir natürlich mithalten. Aber wir wollen natürlich auch weiter wachsen. Wir wollen auch das ganze Thema Awareness rund um Brand Protection und Produktpiraterie noch weiter vorantreiben. Es ist tatsächlich ein Thema, das bei vielen Unternehmen auch noch gar nicht so auf dem Tisch liegt. Die sagen, ja, ich bin profitabel, was interessiert mich das, was da passiert? Das ist aber ein Thema, das wir gerne ändern möchten und wo wir auch schon einen Trend sehen, der sich stark dahin entwickelt, dass da auch mehr Social Responsibility übernommen wird und mehr gegen das ganze Thema Produktpiraterie gemacht wird. Also sehr, sehr spannend. Ist aber auch nur der eine VC, ne? Ich habe keine weiteren Investoren gesehen. Genau, es ist der eine VC plus unsere Angel Investors sind auch nach wie vor immer noch mit an Bord, worüber wir auch sehr froh sind. Und genau. Cool. Vielleicht noch letzte Frage zu euch. Mitarbeiter sucht ihr gerade oder? Wir suchen immer, insbesondere im Sales- und im Marketing-Bereich. Da ihr seid jetzt nur 35, habe ich gesehen, ne? So in der Größenordnung. Ja, mittlerweile knapp 50. Knapp 50 sogar schon. Sind wir mittlerweile schon, ja. Aha. Sind stark am Maxen, suchen immer wieder neue motivierte Leute, die auch zusammen mit uns was gegen das Thema Produktpiraterie machen wollen. Genau, also wenn wer zuhört und Lust auf Sales oder Marketing hat, gerne auf LinkedIn anschreiben. In Berlin, ja, oder remote auch. Genau, wir sind in Berlin, aber haben auch einige Leute, die remote arbeiten. Sag mal, ich wollte dich noch fragen, weil ihr ja auf eurer Webseite sehr stark das Thema Made in Germany irgendwie in den Mittelpunkt stellt. Hilft das heute noch? Ja, ist das für euch von Vorteil? Weil ich frage auch deswegen, das wissen ja vielleicht viele gar nicht, Made in Germany war ja mal ein Schimpfwort, ne? So eine Stigmatisierung von den Briten damals, die dann quasi das deutsche Qualitätsniveau eigentlich sogar verunglimpfen wollten, ne? Ja, das ist tatsächlich aus der Historie raus. Wir haben mit dem deutschen Markt angefangen und da eben diese Verbundenheit zu diesem Made in Germany ist ja doch dann schon auch irgendwo ein Gütesiegel oder zumindest. Ist es noch, ja, das wollte ich eben wissen, ja? Ja, doch schon durchaus. Und es ist tatsächlich was wir aktuell überdenken und neu denken wollen, um uns dann eben auch für Europa und weltweit besser aufzustellen. Aber ja, daher kommt der Made in Germany Text. Ne, ich frage nur, weil es wirklich sehr prominent bei euch ist, ne? An mehreren Stellen. Genau. Deswegen hatte ich nochmal nachfragen wollen, ob euch das so quasi so als positiver Effekt aufgefallen ist, ja. Ja, das war primär aus der Historie raus, weil Deutschland als Heimatmarkt natürlich auch unser erster Zielmarkt war und Deutschland ist nach Frankreich somit das am zweitmeist geschädigte Land von Produktpiraterie. Daher. Macht Sinn. Daher kommt das, genau. Cool. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, wir sind ziemlich gut tief ins Thema eingestiegen. Finde ich auch. Cool. But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Martin, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Erstmal danke, dass du da warst. Als letzte Frage noch. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und da bin ich gespannt, was du heute mitgebracht hast. Genau, ich habe ein Tool mitgebracht, das heißt Confluence.
kennen wahrscheinlich die meisten schon. Wir nutzen das bei Centric intern recht viel für die verschiedensten Sachen. Primär als internes Wiki, als Single Source of Truth. Also uns der Ort, wo man hingeht, wenn man irgendwas wissen will, was man gerade nicht weiß, ob das jetzt Prozessthemen sind, wie reiche ich meine Reisekostenabrechnung rein, eigentlich alles. Aber wir nutzen das auch viel, um Weekly Meetings vorzubereiten oder dann praktisch als Arbeit, als Workspace. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider. Martin, also wirklich war sehr, sehr spannend. Bin gespannt, wie es weitergeht bei euch. Das Thema, was ihr euch vorgenommen habt, die Wichtigkeit ist sofort, was ich plausibel gewesen finde ich. Deswegen lasst uns in Kontakt bleiben. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja? Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Jan. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Martin Weigel, COO von Centric, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich einer Serie A-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro. Wir sind heute Nachmittag natürlich wieder für euch da mit unserer Rubrik dem VC-Talk. Da steht ein Interview mit Luca Martinelli, General Partner bei B2V an. Gemeinsam schauen wir uns unter anderem die Investments, die Schwerpunkte und die Unternehmenskultur von B2V einmal genauer an. Schaltet da gerne ein. Bei uns um 16 Uhr. Das war das auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage auf bald. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere Startup Insider Daily noch heute auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music oder in deiner Lieblings-Audio-App.